Hallo, Schönen mein guten Freund. Abend zusammen. Guten Abend, Buenas noches. Wir sind wieder am Start hier mit dem Martin als Co-Pilot und meiner Wenigkeit, dem So, Moped und der Flug King. geht weiter. Last of Us. Jo. Ja, dann aktiviere den Hobel. Let's go. Hab ich. Hey, ich bin ja noch gewohnt, dass deine PlayStation so laut ist, deswegen. Also Ja. ich warte natürlich Ja. immer fleißig. Nee, in diesem Sinne nochmal ein Hoch auf den Dan. Jo, auf jeden Fall. Auf jeden Mal Fall. wieder großartiger Job. Ich glaube, die letzte Kühlung, die wir gemacht haben, wie gesagt, war ein Jahr her. Ne? Aber wir waren uns nicht sicher, ob der noch damals die Pads erneuert hat. Das waren wir uns nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, wie er Jetzt hört. wird. Wie ihr hört, bin Wie ich im hört Spiel er nichts? und man hört Kein meine Rauschen. Playsee nicht mehr. Genau, so, hier sind wir. Also Abby ist in unser Versteck eingedrungen, hat Jesse erschossen, spontan, hat Tommy bedroht mit der Waffe und wir haben unsere Waffe weggeschmissen und jetzt ist der Zeitsprung 4 Jahre zurück und wir spielen Abby. Na, schauen wir Ach, mal. hallo Zaubermaus, Hund Jenny Jo, 20 ist auch noch da. Hallöchen, sehr schön, Hallöchen. dass ihr da seid. Ja, wir mussten ein bisschen warten. Ich war ja für 4 Tage verreist. Deswegen Ja, hat der Moped King echt die Mühe gemacht und hat auf mich gewartet. Da bin ich ihm sehr natürlich, das ist dankbar. Ehrensache. Ja. Und jetzt reisen wir Ich weiter kann wie auch hier nicht spielen ohne meinen zuvor. Co-Piloten, das geht ja nicht. Ja, sehr cool. Kriege ich fast eine Stupfnase, wenn ich die ganzen Birken sehe. Ne? Ich bin so allergisch gegen die Echt? Birken. Ja, total. Ja. Dad, macht das nicht andauernd? Was? Was? Er hat gerade gesagt, Dad macht das nicht andauernd. Ich wollte jetzt nicht im Kreis gehen hier. Ist auch Quatsch. Achso. Ja, ich bin mal gespannt, wohin jetzt noch die Reise hier so geht. Das. Urlaub war super, alles ganz entspannt. Also, komm wohl erholt, bis auf den Rücken, da habe ich einen leichten Sonnenbrand. Komme ich wieder. Also, hat auf jeden Fall gut getan. Also, war auf jeden Fall kurios. Also, ich bin ja nach Mallorca geflogen und habe meinen Vater dort besucht. Und ja, das ist die Insel, also die Einheimischen sagen schon, das ist der Wahnsinn momentan. Also für die Einheimischen ist das schrecklich. Keine Leute, keine Gäste. Aber für mich selber als Tourist, der das dann alles für sich hat, so ungefähr, ist das geil. Ne? Also ein bisschen wie The Last of Us. Nix los. Ja, war wirklich so. Der Flughafen, zum Teil alle Terminals geschlossen und sowas, das ist schon creepy. Aber Essen war gut. Leute waren lustig drauf und ja, ich war ja jetzt auch nicht am Ballermann, sondern einfach nur entspannt dort und es war echt schön. Ah, der André ist auch da. Sagt, André, hör mal, schön, dass du da bist, alte ich Säule. grüße dich. So, hier ist Hängen im Schacht. Kann ich da hoch? Ne. Hier komme ich nicht weiter. Kann ich hier hoch? Ah, eventuell. Kann ich das einschmeißen? Ja klar. Klopp weg, du. Er hat geklappt. Ja, guck mal, das kann ich schon mal verschieben. Nee, doch nicht. Hä? Das hier, Sieh mal eine eine an. Münze? 1978. 1978. Aha. Da sind zwei. Hast du die Vögel gesehen? Was waren das? Nee. Maisonne? Wo? Was? Für Vögel? Auf der Münze. Ach so, habe ich nicht gesehen. Nee. Da Habe waren ich so jetzt gar nicht Vögel drauf drauf. geachtet. Okay. Zwei Stück. Ich weiß nicht, was das war. Vielleicht war das der Meisemann. So. Ja, was wir auch gesehen haben, Ein Deadlord Sprung? spielt fleißig
Tsushima, Ghost of Tsushima, da bin ich natürlich ganz neidisch, weil Boah, mein das Spiel noch sieht irgendwo. so geil aus, Marin, ne? Das sieht so geil Ja, aus, ich ne? will das, ich habe auch richtig Bock. Ich habe richtig Bock. Hoppala. Und, oh, oh. Krass. Du hast da ein bisschen Matsch, Süße. Du auch? Wo? Na, hier. Oh. Weißt du, Oh. immer wenn du einfach abhaust, machen sie mir die Hölle heiß. Ach komm. Mattfight. Sie hätten dich tatsächlich lieber in Sicherheit. Der Wald ist sicher. Dad. Abs. Sie hält sich jetzt direkt hinter diesen Bäumen hier auf. Und? Sie wirft jetzt bald. Wir sehen nur kurz nach ihr und gehen dann zurück. Versprochen. Beeilen wir uns einfach. Siehst du? Ich habe ja meine Tochter, die mich beschützt. Oder wusstest du, wo ich bin? Owen hat mich verraten, oder? Das ist sein Job. Es war unser Geheimnis. Wie hast du es aus ihm rausgekriegt? Gefragt? Hey, hab was gefunden. 1978. Die fehlt mir noch in meiner Sammlung. Kannst sie behalten? Wenn du mir versprichst, sowas nicht nochmal zu machen. Okay, einverstanden. Warum glaube ich dir nicht? Tolle Münze. Jo. Suchen wir weiter. Dad. Schon gut. Du bist wieder bei Owen, ehe du dich versiehst. Moment, was? Gar nichts. Nur, ihr beide verbringt ziemlich viel Zeit zusammen. Viel mehr als früher. Oh Gott. Wie lange weißt du's? Ich bin dein Dad. Ich sehe sowas. Zum Beispiel, wie ihr wirklich ganz doll versucht, euch nicht anzusehen, wenn ich dabei bin. Ihr werdet ganz ernst. Was war das denn da für eine Schlange da? Tja, konnte ich gar nicht erkennen. Ja, weil er so ein Blödmann ist. Mir gefällt einfach, dass er jetzt so nett zu mir ist. Oh, in so einem Freizeitpark, ne? Ja, genau. Ja. Nutzt du ihn also aus? Ich? Okay. Niemals. Ja, also Grafik von Ghost of Tsushima, also ich freue mich drauf, ne? Das wird schon. Oh, guck mal, Krake hier. Oh, der Krake. Unter der Tentakel. Das, kannst du mal so einen Stopp da machen? Da könnte der Daniel bestimmt ein geiles Screenshot draus bauen. Im Zeichen der Krake, wie die guckt, guck mal. Ja, ist geil, ne? Ab. Warte, warte, warte. Ich mach mal so. Ja. Die guckt voll gelangweilt, voll angepisst. Da war bestimmt ein ganz entspannter Programmierer am Werk. Wer macht die Krake? Ja, hier. Ja, Nein, wer macht genau. Toll, ich darf den Kraken machen. Den mache ich dann. Aber richtig. Manchmal hast du helle Momente. So, irren jetzt hier rum. Siehst du noch was? Noch nicht. Mal irgendwie so im Gefühl, dass Such dem Vater weiter. was zustößt. Ja. Weil diese Irgendwas. Racheakte und so, ne? Also ich glaube, da hat Ja. auch bestimmt der Joel was mit zu tun dann. Mit Sicherheit. Mit Wenn Sicherheit. das auch nicht absichtlich sein wird, vielleicht. Also das Nee, mit hätte. Sicherheit. Also, das wird eine persönliche Kiste sein. Ja. Weil Joel so fertig gemacht wurde. Naja, mit Sicherheit. Aber mal gespannt, wann ja mal ein bisschen Licht ins Dunkel kommt.
Ja gut, Joel ist im ersten Teil schon gut ausgerastet, ne? Da muss man einfach mal so sagen, Ja, ne? Also fragt sich immer, woran er hat gelegen, ne? der hat keine Gefangenen gemacht, ne? Das ist so. So sieht's aus, so sieht's aus. Aha. Sieh mal hier. Sie hat schon entbunden. Ist das die Plazenta? Oh ja. Ist ja ekelhaft. Da. Ach so, das ist die. Zwei Spuren. Die suchen irgendwas, was ein Kind gekriegt hat, ne? Irgendwas war das? Los. Das klingt gar nicht gut. Hat er vorhin schon gesagt, Los, komm. die müsst bald werfen, hat der eine ja schon gesagt, hat der Vater ja schon gesagt. Das Gebiet ist sauber. Wusstest du, dass sie wandern? Du bist bewaffnet, oder? Klar. Was? Kann ich ja nicht rüber? Bin ich doof? Hä? Ja, der Vater ist vor allem verschwunden, einmal. Auf einmal. Was? Ich check's grad nicht hier. Hä? Ich befürchte, ich habe einen Bug. Perfekt. Oh. André schreibt gerade, also ich fange morgen auch Habe mit ich auch Tsushima gelesen, an. naja. Ja, ich habe auch richtig Bock. Also wird das schön, dann machen wir ein Battle, wer als erster fertig ist. Nein, auf jeden Fall richtig Bock und werde auch das Spiel so suchen. Vielleicht mache ich auch zwei Versionen. Ich glaube, ich habe einen Aber Bug. bitte? Ja? Na, vielleicht muss man Ich komme hier nicht durch. klettern. Scheiße. Nee. Geh mal. Also da muss ja auf jeden Fall lang auch, ne? Da kommt ja nach der Zeit auch die Frage, die Hilfe, die wird ja wahrscheinlich sagen, ja, da lang geht's. Ja, hier ist nichts. Hier komme ich nicht weiter auch. Das Und da ist. ist er auch lang gegangen. Was wurde Ja, vorher und der ist auf gesagt? einmal verschwunden aus dem Bild. Ist aber so abrupt, als ob das irgendwie. Ich habe das aber nur flüchtig gesehen. Ja, Zaubermaus sagt auch gerade, du Genau. kannst da normalerweise auch durch. Genau. Ja, würde ich sagen. Die sagen, speichern nochmal. Jenny sagt auch speichern. Ich mach Neustart ab Kontrollpunkt einfach für dich. Nee, ja. Ja. Ja, ist ja jetzt auch nichts passiert. Da. Na Jetzt geht er eben. da rein. Falls der Bug nochmal kommt, an der Stelle speichern, laden. Ah, jetzt verschwindet er nicht auf einmal. Ja, Ja, jetzt gut, ging's. Jetzt das ist ging's. natürlich auch ein stählernes Stück. Teppich da, was er da hat. Ne? Alter. Wir müssen sie Oh, losschneiden. oh. Boah, ist ja voll Ist fies. okay, ganz ruhig. Was ist das Keine denn? Angst. Oh, du was ist das fies? Scheiße. Ist okay. Verdammt. Das stimmt richtig tief. Nee, dann. Oh, nee. Herz, komm her. Hier. Boah, nee. Ich halte sie fest. Ganz Ja. ruhig. Doc! Doc, sind Sie hier? Wir sind hier, Owen! Wollen die denn da machen noch? Hey, komm her und hilf mir beim Festhalten! Wir brauchen Sie oben beim. Owen! Festhalten! Na los! Hey, Vorsicht! Okay, hast du sie? Ja! Okay, dann los, App! Langsam. Oh, fuck. Heilige Scheiße. Alle suchen nach ihm. Wir müssen. Hey, halt! Dad! Was ist los? Komm mit! Ach ja. Da ist das Krankenhaus. Doc, das Mädchen ist da. Welches Mädchen? Von dem Aline dauernd redet. Sie war in den Tunneln. Sie hat eine alte Bisswunde. Ah. Kein Zeichen einer Infektion. Ah. Jetzt wird's rund. Das kann nicht sein. Naja, das ist das Sie Krankenhaus, machen schon ne? Tests, aber Ja. sie brauchen Warte mal. Hilfe.
gehen wir. Ja, jetzt wird's rund. Ja, ja. Der gehörte mit zu den Feuerflies. Warte mal. Keine Wahl. Es muss doch auch anders gehen. Wir können die Probe nicht entnehmen, ohne den Wirt zu töten. Den Wirt? Sie ist ein Kind. Und keine Petrischale. Glaubst du, ich weiß nicht? Ich bin mir der Situation bewusst. Und du kannst damit leben, sie zu töten. Ich kann damit leben, einen Impfstoff zu entwickeln, der Millionen rettet. Wie viele Fireflies sind für weniger gestorben? Das war ihre Entscheidung. Fragst du um Erlaubnis oder wirst du es sowieso machen? Ich bitte dich, sieh es ein. Und wenn das Abby wäre? Hör zu, alles, wofür wir gekämpft haben, all die Opfer, all diese schrecklichen... All das wird durch diese Tat gerechtfertigt. Wäre das deine Tochter, was würdest du tun? Abby. Ein Abendessen. Danke, Süße. Hey, Marlene. Tu es. Danke. Ich werde es Joel sagen. Wieso? Er hat sie durchs ganze Land begleitet. Er hat ein Recht darauf. Viel Glück bei der OP. Du tust das Richtige. Wollen, dass du es tust. So. Alarm läuft, aber jetzt hast du gesehen, sie sagte selber bei sich. Und er ist der Arzt. Ja, und, ja. Naja. Und sie sagt, ich würde mich opfern. Und warte. Ist natürlich... Ja, Thanos, ich hab's mir schon gedacht, aber das war klar. Verdammt, noch mal auf! Hört bitte auf! Bitte tu das nicht! Joe, bitte steh auf! Nein! Wow, was soll das? Manny, aufräumen. Nein, nein, nein. Wir wollten ihn. Das war's. Lebendig sind sie ein Risiko. Das war doch klar. Er hat recht. Wir müssen das beenden. Wenn wir sie töten, sind wir nicht besser als er. Sie haben uns nichts getan. Ach ja, und mein Gesicht? Scheiß auf dein Gesicht. Du hättest Wache stehen sollen, wie ich dir gesagt habe. Weg da! Hör auf! Sonst was! Hör sofort auf! Beruhigt euch! Jordan! Erschießt du mich? Stopp! Das reicht.
Abby. Oh. Ruhig. Alles okay, Abs? Ja, nur... Was gibt's? Seattle-Tag 1. Ich hab dich überall gesucht. Wir haben einen Einsatz. Isaac will uns an der Front. Was? Im Ernst jetzt? Leider ja. Beeilen wir uns. Es geht sofort los? Ja. Vámonos. Okay. Ja, vámonos. Mist, mein Nacken. Ja gut, das kam jetzt aber für mich wenig überraschend, ne? Also das habe ich mir schon gedacht. Von der Geschichte jetzt her, ne? Das ja, da war Joel, das schon abzusehen, ne? Ja, ja, dass das eine persönliche Kiste ist und dass Joel da irgendjemand... Wobei ich natürlich auch sagen muss, ich kann mir kaum vorstellen, dass so eine Tochter von so einem Arzt, dass sie dann so eskaliert, ne? Weil normalerweise versucht er ja Leben zu retten und im Nachhinein... Du darfst so nicht vergessen, dass das 4 Jahre her ist, ne? Ja, ja, ja. Die sehen ja eher aus wie Gangs, die da gegeneinander kämpfen, als, ja, weiß nicht, keine Ahnung. Aber das ist jetzt hier Tag 1. Meine, die hat aber auch Oberarme, viel breiter als ich. Das ist ja nicht schwierig. Okay, hast du recht, hast du recht. Hol mir was, komm Pikante. Ja, dann hole ich ihm jetzt mal was Con Picante. Con Picante, sagt er. Mit Picante. Mit Aspik. Ich freue mich auf, Abby. Aber ganz schön viele Leute da, ne? Krass. Ja, ja. Ist ja fast schon Open World Game, ey. Hab ich nicht gesehen. Kommst du mit uns in die Saravina? Manny und ich wurden zur Basis bestellt. Was wollt ihr in der Saravina? Das Hotel und die Schule werden evakuiert. Wir nehmen die Vorräte und bringen alle zurück zur Basis. Echt jetzt? Ja, ist es zu glauben? Nach all dem Scheiß ziehen wir uns zurück? Du weißt doch nicht, ob so ist. Wenigstens kommt Lia vielleicht früher vom TV-Sender zurück. Na, immerhin. Ja. Ich muss los. Dein Überleben sei lang. Und dein Tod sei schnell. So ein cooler Spruch. Hallo. Wie oft musst du deine Messer schärfen? Was gibt es heute? Burritos. Wieder mal. Okay. Abby, was machst du? Burritos, was? Kein Proteinshake? Hey, Mann, da ist die Schale. Was soll das? Entschuldigung. Stell dich gefälligst hin, Sam. Wir gehen an die Front. Komm schon. Ah, die arbeitet mit den WLF-Soldaten zusammen? Flipp jetzt nicht aus. Mel kommt mit uns. Ich weiß nicht, aber es gab ja noch gar keine WLF. Ah ne, das ist hier Tag 1, ne? Ja. Stimmt, ja. Also die arbeitet mit denen zusammen, oder was? Weil die mir beide wichtig sind. Keine Ahnung. Und ich hab genug von dem Scheiß. Und ob? Okay. Schon alle sehr kurios. Ja. Warum klingt dein Ja so wenig überzeugend? Liegt an meinem Akzent. Komm schon, sei nicht so paranoid. Und glaubt ihr, gefällt's mich zu quälen? Nein. Es ist eine Möglichkeit für euch, endlich weiterzumachen. Seit Jackson haben wir kaum miteinander geredet. Soll ich so tun, als wäre nichts passiert? Natürlich nicht. Ihr müsst darüber reden. Sie wollte Joels Tod genauso wie wir anderen auch. Aber sie ist anders als wir. Sie hat noch nie jemanden so verletzt. Sie tötet ständig Scars. Nicht so, wie wir Joel getötet haben. Vergiss nicht, wir sind Soldaten. Sie ist Ärztin. Komm, Abby. Sie gehört zur Familie. Tu's für mich. Okay? Ich versuch. Mehr verlange ich nicht. Pack deine Sachen. Ich hol Mel. Ja. Sei nett. Leck mich. Wissenschaftlerin, hm? Ha.
Klopf, klopf. Abmarsch bereit. Ja, sofort. Hi. Hey. Du bist also wieder im aktiven Dienst? Naja. Du kannst bestimmt hierbleiben, wenn du fragst. Ich sitze lieber nicht rum, wenn ich nicht muss. Ach, das ist die, die Ellie abgestochen hat. Alles klar. Wir müssen Alice noch abholen. Hey. Die dir gestorben ist, ne? Ja, ja, die Ellie du abgestochen. Ja. Mann, ja. Mann. Oh, Stadion hier. Cool. Yo, ey, geil. Echt? Wie geil ist das denn nach? Also ich kenne das vom Football, weil ich halt regelmäßig Football gucke. Ja. Und es wird endlich von den Seattle Seahawks. Das siehst du an diesem Turm hier. Das ist schlechter. Geil. Aber ist auch geil gemacht generell, ne? Guck mal. Dass die dann da so Lauben und Hütten reingesetzt haben in der Dingen selber. Guck mal. SoundView Stadium. Heißt das wirklich so? Heißt das nicht Central Link Stadium? Ich bin mir jetzt unsicher. Warte mal, ich google das mal schnell. Seattle Football Stadium. Ja, von den Seattle Seahawks. Du und Owen seid jetzt in Sektion 96. Stadium. Ja, es ist nett. Viele junge Familien. Ja, genau wie du gerade sagtest mit dem Stäbchen, ne? Da. Das ist aber der Century Link Field. Siehst du? Boah, bin ich gut. Ja. Na, sag ich doch. Century Link. Das ändert sich aber auch ständig bei den ganzen Amerikanern, ne? Also es hieß vorher. Wie hieß das? Also ich guck schon ein paar Jahre. Central Link Field, ja. Aber hier steht SoundView Stadium. Also der ursprüngliche Name war Seahawk Stadium, The Hawk genannt. Mhm. Nachdem die da drüber steht eigentlich immer Hawks Nest. Ja. Ich hasse die Mannschaft von da. Co-West Stadium und danach wie es Century Link. Wegen irgendwas anderem. Ja. Ich weiß halt nur von Miami Dolphins, da hieß das dann auch immer wieder anders. Aktuell heißt es Hard Rock. Hard Rock, ja. Hey, du verrückter Hund, da ist ja mein Mädchen. Ach, warte, jetzt zeigen sie uns auch noch die Hunde, die wir da abgeschlachtet haben, oder was? Wollen wir zu den Clubs? Gehen wir zu den Clubs. Scheiße. Andere sagt Steelers-Fan seit Ewigkeiten. Oh, sehr gut, ja. Sehr Pittsburgh gut, ist cool, ja. Ich bin Dolphin-Fan. Das ist auch gar nicht. Also ich bin Packers. Geht nichts drauf. Aber auch vor allem geht nichts über das sogenannte Tailgate-Party. Da sehe ich mich eher in der Grillabteilung. Ach, da will ich mich auch sehen. Na, siehste. Wenn du dich da siehst, dann siehst du dich da. So, jetzt ist gut. Geh mal hier am Knispel und. Musst du nochmal werfen, oder was? Nee, möchte ich nicht. Jawohl. Hab ich dich schon mal hingesehen? Ja, hast du. Wieso kann diese Abby so viel Aggression entwickeln auf ihrer kleinen Farm? Wie wieso? Hat doch da alles. Ja, hat doch da alles. Meine Güte. Tiere. Gesellschaft. Trotzdem nimmt sie einen Golfschläger und einen kaputt zu schlagen. Also da muss man schon ganz schön viel Hass haben. Ja, weil derjenige den Vater weggeknallt hat. WLF, Ruhe in Frieden. Ach, guck mal, Magazin. Ey. Aber das ist jetzt hier mit diesen Wölfen, ne, im Endeffekt. Welche Tag sind da? S24. Was? Ja, WLF. Ja. Ja, das heißt ja Washington Liberation Front. WLF. Danke.
Dein Überleben sei lang. Dein Tod sei schnell. Schock. Ist etwas eingerostet. Hm. Ach, guck mal. Das ist ein kleines Labor. Schöne Munition. Ja, ich glaube, du gehst da jetzt sowieso raus mit voller Ammunition, mit allem Pipapo, oder? Ja, cooles Gewehr. Ja. Hier ist Schießstand. Der Verlierer putzt den. Das kommt. Mach mal einen raus. Abgemacht, Herr Brand. Habe ich noch nie drauf geachtet bei Division. Zieht er sich eigentlich da irgendwelche Kopfschutzsachen an, wenn er auf die Schießbank geht? Nein. Nein. Nächstes Mal will ich meine, die haben ja immer ihre Masken zum Artenschutz, aber keiner schützt seine Ohren im Spiel. Ne? Kleines Detail, was mir jetzt gerade mal so auffällt irgendwie. Mhm. Nie drüber nachgedacht, natürlich. Ja, einmal noch. Apropos Schutz, da habe ich heute, weil ich will, einen Anhängerführerschein machen, sehr wichtig in der heutigen Zeit, habe ich einen Sehtest machen müssen. Ja, mach mal einen Sehtest und hab einen Mundschutz auf. Mhm. Ja. Da ist halt ganze Zeit dieses Ding da beschlagen, ja. Und ich habe schon gedacht, ich kann nicht mehr richtig gucken. Bin dann da erstmal durch den Test gefallen, habe gesagt, was ist denn jetzt los? Ich kann doch eigentlich wunderbar gucken. Schon gedacht, ich habe hier zu viel gezockt. Nee, und dann habe ich gesagt, putzen Sie mal das Ding da, ne? Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie verschwommen auf der einen Seite. Ja, okay, machen wir mal. Und dann habe ich komplett die Luft angehalten, während ich dann da geguckt habe. Und dann war alles richtig. Ja, war das echt vom Hauch, vom Schmier oder was weiß ich? War da komplett verschmutzt, das Sehtest-Dingen. Ne? Ich habe gesagt, hör mal, wenn sie mir eine schöne Brille verkaufen wollen, dann verkaufen sie mir eine schöne Brille. Dann kaufe ich die wahrscheinlich wirklich, aber ich brauche keine für Sehen. Ja, ja. Ach, ja, ja, das ist gut, das ist gut. Ja, die Tage geht er denn los. Marin und sein Anhängerführerschein. BE ist das, ne? Ja, ja, genau, BE. Gracias. Wie schläfst du in letzter Zeit? Nicht so toll. Soll ich dir etwas aus der Apotheke besorgen? Nein, schon gut. Ist kein Problem. Nein, lass mich. Ich werde mich einfach ausbrauen. Ich habe ein paar Extraaufgaben angenommen. Du und Owen. Was meinst du? Nichts. Hey Manny, wo willst du hin? Zwei. Truck S24 unterwegs zu zwei. Und überleben sei lang. Und dein Tod sei schnell. Hat er meinen Flugplatz verloren? Ja. Soll er zurückerobert werden? Nee, Isaac sagt, das ist unwichtig. Wir fangen im Moment genug Wildlachs. Was meintest du wegen mir und Owen? Ich habe ihn 2 Wochen nicht gesehen. Er übernimmt ständig neue Aufgaben. Weißt du, was er hat? Hat er irgendwas gesagt? Nein, wir haben... Ich meine, man sieht sich in der Kantine, aber wir haben keinen Kontakt. Jackson hat ihn geschockt. Mach dir da nicht so einen Kopf drum. Festhalten! Töte die Wolves! Ich hab's gewartet. Ja.
Strecke zu wünschen. Ja, yeah, Action Thanos. Auf jeden Fall endlich. Wieder Zeit. So. Mega krank, ja? Jetzt geht los hier. Schauen wir nach, ob sie sicher ist. Thanos sagt, du hast gut was abgekriegt. Hast du Schaden genommen oder was? Oh ja. Ich stehe doch noch. Alles cool. Steht doch noch. Hör mal, bei den Armen, da kannst du ein paar Treffer abkriegen. Genau. No. Alles Streifschüsse. Vielleicht hätten wir es draußen riskieren sollen. Nee. Wir packen. Kürbisse. Halloween. Wieso finde ich denn jetzt mit ihr Schrauben? Ja, ist ja nicht, ich spiele sie die ganze Zeit. Hier gibt es zu viele Verstecke. Vielleicht kannst du irgendwo den Schatz verstecken, den du dann mit Ellie einsammelst. Ach, da hinten. Oh. Schon lange keine Klicker mehr gehabt, ne? Das sind aber normale. Aber ich sehe eigentlich nur einen. Naja, da hinten ist einer, der ist aber weiter weg. Na, da sind mehrere, aber weit verteilt alle. Mal gucken, ob ich mich daran pirschen kann. Sehr gut, Thanos, sehr gut. Ja, stimmt. Mach sie fertig. Bereit machen. Fehlen nur noch hier so die Tarnfarben unter den Augen, ja. Ach, war nur noch einer. Ach, immer. Was? Ja? Leute, seht mal da oben. Seht ihr das Licht? Könnte ein Ausgang sein. Jetzt wird ein bisschen geklettert oder was? Das ist eine 1A Arbeitsbühne. Warum kannst du die denn nicht machen? Ja, deswegen. Ich hab's ja auch angesteuert. Sehr schön. Oh. Angst. Nee, beziehungsweise Beil. Ist ja keine Axt. Heiltruhe, bitte.
Ja. Ja, aber wenn da so ein Apparillo da steht, hör mal, dann sagst du doch für so eine kleine Aktion da einmal hoch, hör mal, mitnehmen. Ja? Warum denn nicht die Arbeitsbühne? Warum muss man immer klettern? Weißt du, in Creed war das immer so, wenn du dann irgendwas aktiviert hast, so Klicker, jetzt. Klicker. Klickers, ja. Aber immer noch ein bisschen, so gut. Oh, die eklige. Ah, der Hund. Wie? Kriegt der da keine Krankheit, wenn der da einfach so ist? Ich will Nahkampf haben. Ich hab ne Axt. Ball. Entschuldigung. Die Shield Might von Last of Us gibt wieder alles. Lock die Augen, richtig. Champler? Wo? Aber da rechts ist noch ein anderes. Ja, überall kommen welche, Alter. Aber ein Schäbler, oder? Ja. Schlecht, oh Mann. Gibt's hier nichts zum Looten? Ja, weil du so fleißig warst, darfst du eine Waschmaschine gratis aussuchen. Ja, guck mal. Aus dem Verkauf, ne? Ich nehme den mit den meisten Grün. Ja. Warte mal. Warte mal. So, da hab ich wieder. Also ich nehme die Waschmaschine mit den meisten Grün. Die sieht mir zu weiß. Oh, guck mal hier, der Herd, da ist doch super. Dann will ich den hier nehmen. Das ist ein 1A-Modell. Ne? Kann man gar nichts gegen sagen. Ach, Schluss hier mit der Looterei. Wo geht's hier weiter? Ich will hier vorankommen. So. Man irrt hier rum und findet sowieso nichts. Ja, ist ja vor allem, man geht da rum und es ist ja jetzt auch wirklich, dass man den anderen da spielt. Ich hoffe natürlich, dass man die da nicht so lange spielt, ne? Oder? Ja, ich befürchte halt, Dass das anders ist, weil man findet Schrauben. Das hat mich gerade ein bisschen verunsichert. Ja. Das ist auf jeden Fall so eine Sache, ne? Siehst du? Wieder Schrauben. Ist doch scheiße. Wieder Schrauben. Ich will nicht verkackte Ebbe nicht spielen. It is. Ja, sowieso. Machst du nix. Ja, die Arbeitsbühne macht auch am meisten Sinn, ne? Thanos, ne? Das, In einem Monat passe ich da nicht mehr durch. Na los, selbst. Ich dachte, Ladies first.
Ich mache Krebs. Ja, ist immer so, ne? Ja. Einfachste liebt man als erstes. Abby, das ist wie das Gewächshaus deines Dads. Ja, nicht. Die Pflanzen hier leben. Stimmt wohl. Weißt du was? Das ist gut. Ihr braucht etwas, das euch zusammenschweißt. Lappe, Melly. Funktioniert doch schon. Soll ich jetzt hier durch alle Ecken irren, jetzt zum Looten oder was? Das ist auch, Mann, ey. Vor allem da ist so gar nichts, also. Doch, da war so ganz viel. 17 Schrauben. Oh, guck mal. Was? Hey, Thanos, er hat uns jetzt mit ins Bett genommen, also. Boah. Ein Traum wird wahr. Ja, jetzt hat sich schon wieder ein Münzchen gefunden, da. Guck mal. Was für den Vater? Das sind zwei Münzen. Ja. Das eine auf dem linken Auge, das andere auf dem rechten Auge. Ja, dann kannst du endlich den Fährmann. Für den Fährmann. Fährmann, genau. Genau. Da sind wir wieder bei der griechischen Mythologie. Wie viele Schrauben ich hier finde. Ja, du baust hier gleich was zusammen. Ja. Eine Panzerfaust oder so. Mit so einem Tontopf. Genau. Da war was. Ja. Das wäre auf jeden Fall mal ein Geschütz. Meine Güte, aber wirklich ohne Ende. Ja. Scheiße. Alle haben sie sich bequem gemacht. Und ich sitze dann im Barhocker. Mit dem Laptop. Ja, ja. Wo sonst? Barker sticht? Wo sticht er? Ist auf jeden Fall Kerniger. Kerniger. Oder auch so. Da kommt das Wort Bar drin vor. Ah, siehste. Ja. Das ist Schlimme doch, ist, ich hab zu. Ich, ist doch gut, oder? Oder habe ich jetzt den. Nein, nein, das war. Er meint das ja auch nicht negativ. Stich ist ja was Positives. Also. Sticht ist was Positives? Ja, das war Moped King. Also, ich dachte, du bist einer von dem älteren Semester, der noch Gartenspiele gespielt hat. Jetzt weißt du. Ein, alles klar. Kartenstich, alles klar, okay. Boah, erst nicht. Ich hab's, ja, alles klar. Ja, ich hab Quartett gespielt, ich kann Doppelkopf, ich kann ein bisschen Skat, also eigentlich weiß ich, was Stechen ist, aber ich hab trotzdem an die Mücke gedacht, Entschuldigung. Deswegen, wenn ich jetzt das Wort Stich so höre, verbinde ich jetzt erstmal nichts Positives. Wir haben damals nichts gehabt. Wie? Ihr hattet kein Quartett? Der Moped hatte eine traurige Kindheit. Der meinte dich damit, nicht die, er selber. So. Ja.
haben damals nichts gehabt. Nichts gehabt. Nicht. Nichts. Das sag ich dir. Licht hatten wir. Licht hatten wir gehabt. Nichts. Aber wenn wir die, nee, das machen wir nicht. Nee, machen wir nicht. Nee. Nee, machen wir nicht. Ich kann das einfach nicht. Und bei mir hört sich das scheiße an. Ja. Da unser war, hatten sie gar nichts. Nicht mal ein Kartenspiel im Osten. Das kann doch nicht sein. Nicht mal ein kleines bisschen Quartett von einem Fliesentischwäger-Besitzer. Fliesentischbesitzer-Vereinigung. Ja, guck mal, hier seid ihr bestimmt Quartett. Nicht hoch. Hier ist der Thanos bestimmt nicht hochgegangen, oder? Oder, ja, oder? Da hast du noch ein Schräubchen gefunden. Oder? Aus dem tiefsten Osten und Mutti sechselt. Wieso? Wenn er keiner Weltersatz daneben. Okay. Alles klar. Alles klar. Aber es war trotzdem alles besser bestimmt. Also. Das kommt dann meistens da in einem Atemzug. Wir hatten zwar nichts, aber es war trotzdem besser. Wir waren glücklich. Aber er war da oben, sagt er. Er hat. Ja? Ja, er hat es mitgenommen. Ich muss mal kurz auf Toilette. Auf Toilette. Auf Toilette. Auf die Toilette. Ja. Gehen Sie bitte mal auf die Toilette. Genau, ich würde das auch kurz mit einer halben Zigarette verbinden. Ja, dann ist das ein Abwasch alles. Dann geben wir doch mal dem Herrn diese halbe Toilette und eine Zigarette. Super. Ich bin aber auch schon früher im Chat. Bis gleich. Ja. Bis gleich. Eine halbe Toilette und eine Zigarette. Der hat doch noch keinen geschadet. Also. Mr. Seattle, guten Abend, guten Abend. Der Spieler Moped King ist gerade mal zur Toilette auf den Abort gegangen, gehüpft quasi. Braucht sich dabei noch eine Zigarette und ist es gleich wie für uns alle. Was sagst du? Mit der anderen Hälfte? Was macht er mit der anderen Hälfte? Ja, was willst du machen, ne? Hoffentlich nie reinfahren. Ja. Vielleicht als Düngemittel verwenden. Ich weiß es nicht. Da müssen wir ihn gleich fragen, was er damit vorhat. Aber auf jeden Fall herzlich willkommen im Shit. Ja, wir sind selber gespannt, wie es jetzt hier mit dieser Abby-Geschichte weitergeht, weil wir haben uns schon philosophiert, ob wir die nochmal zocken müssen, und da war eigentlich so die Intention, dass wir da eigentlich nicht so Bock drauf haben, weil die ja doch sehr brutal war, und jetzt zeigt sich natürlich der Liebekern dieses muskelbepackten jungen Dämchens, was jetzt versucht, ich sag mal ganz vorsichtig, sich durch die Welt zu schlagen. Da müssen wir jetzt durch, ja, ich glaube doch. Mann. Ich bin wieder da im Chat, aber bin nicht im Chat, aber hier so. Aber ich gebe mir jetzt die Ritter nicht. Ja, das ist, du gibst halt dem ein Gesicht, ne? Das war ja von Anfang an. Und ich glaube, das ist eigentlich halt geil gemacht von der Storytelling her. Ja. Ja, man möchte sich ja schon auf eine Seite schlagen, ne? Deswegen. Ja. Also, so geht mir das. Also, ich wäre natürlich geschäftstüchtig an die Sache rangegangen. Ich hätte das Ganze in den DLC gepackt. Ja,
Ne, EA? Ich sag mal nur EA und solche Geschichten. Ja, aber ich sag mal, von der Story-Erzählung her, wie du schon sagtest, ist das natürlich ein geiles Stilmittel, ne? So, ne? Ja, ist es auch. Ist natürlich aber richtig krass Persönlichkeit, gewesen, ne? Wenn du es jetzt im Nachhinein erst im DLC alles erfahren hättest und du wärst einfach da durchgezogen, hättest gesagt, oh, ist ja eigentlich gar nicht so dramatisch, dann spielst du den anderen Teil. Dann hättest du natürlich ein bisschen mehr jetzt ausschmücken müssen. Dann wäre es vielleicht noch viel dramatischer gewesen letzten Endes. Ist halt die Frage, ob man sich bei einer lauen, bei einer mauen Story sich dann ein DLC kauft. Das wäre natürlich wieder die andere Frage. Ne? Ja gut, die Messlatte lag hoch. Ne? Und aber ich habe, glaube ich, kein anderer eine maue Story erwartet. Nein, nein. Ja, aber das mit dem Antagonisten, da hat der Thanos auch auf jeden Fall recht, ne? Also, dass man den auch nochmal so... Ich sehe den Chat gerade nicht. So, du musst mir... Ich bin gerade also, auf Thanos. Auf jeden Fall erstmal bis zu einem gewissen Punkt alle auf unserer Seite. Und hat Mr. Ciel gerade noch gesagt, hallo Leute, hallo Chat und als du gesagt hast, du gehst auf Klo und rauchst noch eine halbe Zigarette, sagt er noch, und was machst du mit der anderen Hälfte seiner Zigarette? Das hat Mr. CL gesagt. Da habe ich gesagt, jo, vielleicht die Pflanzen düngen, das Wespennest ausräuchern oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Genau, die Abtrünnigen. Ja. Die Abtrünnigen. Ich habe Abtrünnige in der Gartenlaube. Die vielleicht ein bisschen abwackeln. Die haben schon eine Menschenjagd, haben die schon. Danach schrieb der Thanos noch, ja, wir müssen jetzt da durch. Als ich gesagt habe, so, wir haben halt da echt nicht mit gerechnet, dass wir so viel Abby spielen. Sagte Zaubermaus auch, ganz genau, wir müssen durch. Ne? Ja, und jetzt sagt er halt, er findet es halt auch mega geil mit den Abtrünnigen, mit den Abtrünnigen, mit dem Antagonisten. Ja, also, klar. Das ist schon mit eine dem, coole Story. Nicht mit dem Antagonisten, sondern mit dem Antagonisten. Sehr gut, ja. Ich mit kannte... dem Antagonisten. Ja. Ich fand die Betonung schön, das war geil. Ja, es liegt daran, dass ich ein paar Kumpels habe, die hatten mal eine Fresh Metal Band und die hieß Antagonist. Oh. Deswegen habe ich auch immer die Antagonisten genannt. Okay. Ja. So, dann bin ich jetzt fertig und dann spiele ich mal weiter. Das hier sagt auch immer diese Division Agents. Ja. Es bleibt nicht aus, auch in der Welt von The Last of Us. Aber die Abtrünnigen halten die Stellung von daher. Also, die Manhunt. Die verschanzt sich. Schmeißt da mal so eine. Solange ich nicht das, solange ich so das Feuer Supermine rein und dann ist er vorbei mit dem Dinger. Ja, aber ne, so ein Eclipse-Set oder so. Schön mit Brandschaden und so. Ich glaube, das wäre am effektivsten. Dann wird bei den Dingern gut schön überspringen. Ja. Weiter geht's. Genau. Oh, boah, hast du gesehen, direkt den Hockeyplayer rausgeholt? Ja, klar. Diesmal, aber diesmal keine Zauberknolle. So, doch, die ist immer dabei. Die ist immer dabei. Ja, darf gar nicht fehlen. Im Zweifel. So, oh, ich muss jetzt da, ist eine Plattform, komme ich da irgendwie hin, kann ich da was hinschieben. Gucken wir uns mal hier um. Ich das Auto reinschieben? Nein. Das Auto. Aber bei den Muckis hätte ich das erwartet. Ja, wir sind da. Ich hätte einfach hochgenommen. Dann soll die Schwangere mal ein bisschen mehr anpacken hier. Dann soll ich sie anstellen. So nämlich. Hier oben. Hier oben? Ja, wie hier oben? Ah, hier oben. Ich bin schon mal hier oben richtig, oder was? Boat Repair. Hier oben. Na, Tipp, will ich einen Tipp? Ach, da ist ein Seil, das ist jetzt erst. Mein Gott. Ach, wie Panne. Das haben sie aber auch versteckt. Aha. Muss das irgendwie runterziehen, irgendwie? Mit irgendwas. Ja, ja. Die berühmte Räuberleiter. Oh. Mäuschen.
Nix, lol, ich habe das Seil nicht gesehen. Erst nicht. Ich glaube, war die Offi-Zauberknolle oder auch dein Kommentar mit der Schwangeren gesagt. Ach so. Mel, bleib bei Alice. Ich versuche die Tür aufzukriegen. Boah, jetzt hat er das Seil auch ein bisschen weiter runter, glaube ich. Nett von ihm. Auch, ja, ist aber auch echt ein Gentleman. Noll waren die Schwangere, ja. Ja. Und? Ja. Keines Gas zu sehen. Vielleicht sind sie weg. So. Jetzt kannst du das mitnehmen und kannst wahrscheinlich in das andere. Die Umstände, Frau bleibt unten, ne? Ja. Ja, also. Ah. Besser ist das. So, jetzt da rein. Ja, das stimmt. Den Schuppen. So. Okay, Mel. Alles kaputt machen hier. Drin. Kannst du noch hoch zum Seil, oder? Nö. Nö, nö. Will ich ja gar nicht. Nee, war jetzt nur sicherheitshalber, dass man weiß, ah, hier, wieder zurück. Den fetten Eisenschrank, ah. Weißt du? Die wird gleich zum Super Saiyajin, glaube ich. Ey. Jetzt kommt sie ja. Rein. Hallo. Ich bin schwanger. Die Umstände, Frau. Ja, genau, Thanos. Ja, ist doch alles Quatsch. Weißt du, anstatt sie da den Gang rausmacht von dem Auto irgendwie da und das da ein bisschen rumrollt, irgendwie, dann hieß sie da den fetten Eisenschrank rum. Was ist das für ein Quatsch? Das war einfacher zu programmieren. Ach so. Weil die nämlich in Amerika keine Gangschaltung haben. Ja, aber die haben ja auch einen Leerlauf. Ja, aber der ist ja, wenn du den Automatik hast, kannst du den auch reinmachen? Ja, sicher. Ja, klar. Dann machst du auf N. Auf neutral. Auf neutral. Aber das geht meistens nicht so gut rein. Das habe ich schon erlebt. Wenn du keine Batterie mehr hast und nix, dann geht das nicht rein. Jetzt komm wir mit so einem Käse, Martin. Ja. Pass auf. Ja. Ja. Bei so einer klassischen, schönen Gangschaltung, da hätte das geklappt. Wollte nur die Vorzüge von der Gangschaltung betonen. Ja, obwohl ehrlich, oh, das ist eine Werkbank, schön. Aber ich loot erstmal im Einsatz. Cool. So aber Deadlord hat, finde ich, viel, viel bessere Argumentation. Sonst könnt ihr doch nicht mit den Muckis flexen. Ich bin voll, kann ich damit bauen, außer dem Medikit? Weißt du, ich finde es halt so krass, die Ellie ist ja eigentlich auch so eine Survival-Expertin und macht ja auch im Endeffekt nichts anderes, was sie ja jetzt macht, ne? Aber die wird halt so als filigrane, kleine junge Dame dargestellt mit noch so einem, ich weiß nicht, so ein, was hat die da für ein Tattoo auf dem Unterarm? Das ist so ein Fahnen oder sowas. Ja, ne? Das ist da, wo die Bisswunde hatte. Ja, aber auch sowas auch sehr feministisches und dann hast du das als Gegenteil. Da fehlt eigentlich nur noch, dass die irgendwie so ein eisernes Kreuz auf der Schulter hat oder so. Und eigentlich ist ihr Vorname Harald. Das ist schon sehr martialisch, wie sie sie jetzt dann darstellen. Also ich meine, das ist für jeden selbst überlassen, wie er sich selber sieht und wie er wird. Aber das ist schon krass. Also ich finde diesen Kontrast auch so krass halt, ne? Ich gebe mein Bestes. Oh ne, Feuerstoß ist ja doof. Mach ich ja voll. Mach doch bitte Zielfernrohr. Mach mal nichts Filigranes. Lass uns hier doch wirklich als Rambo spielen. Einfach nur das Krasseste, was geht. Nur Angriff, alles auf Angriff. Ja, Magazinkapazität. Macht Sinn. Oder hier, Obwohl Zielfernrohr macht schon Sinn, ne? Ja, aber die ist aber viele gerade. Feuerstoß macht ja gar keinen Sinn. Das ist ja total die Munitionsverschwendung, wenn ich 3 Schuss auf einmal mache. Kein Feuerstoß, sagt er. Ja, mach ich auch nicht. Ja, mach ich auch nicht. Das ist ja Quatsch. Ja,
Ja, die kommt aus einer militärischen Gruppierung, also das ist schon klar, aber oh, was ist das? Hab ich, Was ist das? Eine was Glock? ich halt so komisch finde, Steht ist, Militärpistole, dass steht. Ist das eine Glock? Sieht aus wie eine Glock. Damit kenne ich mich nicht aus. Die kommt halt aus einer Militärgruppe, aber was ich gerade bei der einen Szene beobachtet habe, dass da so gut wie keiner militärisch aussah. Also da war keiner, der so aussah wie sie. Viele waren dünner und hatten wahrscheinlich Hunger. Und das finde ich halt so diesen Stilbruch im Endeffekt. Glock 7, ja, ja genau. Ist meine Meinung, ist meine persönliche Meinung. Ich glaube nicht, dass das mit natürlichen Mitteln jemand so krass aussehen kann. Aber das ist... Ich pimp jetzt die Glock einfach. Ja, nimm mal die Glock und ich will da nicht weiter drauf eingehen. Glock, Glock. Und aus Österreich. Ist das so? Ja. Wo dort? Weißt du das auch? Nein, das weiß ich nicht. Ich dachte mal, die wären Deutsche. Nee, Heckler und Koch ist Deutsch, aber Glock ist Österreich. Feuerrad, Rückstoß macht ja Sinn, wenn ich den pimp. Oh, Munition ist ja okay. Oh, Rückstoß. Yeah. Keiner von denen ist aber auf den Rachefeldzug. Muss überlegen, sie hat schon klein auf sich geschworen, den Vater zu rächen. Sie hat jede freien Mute gepumpt. Pump dich auf. Lass ihn lopen. Aber warte mal, ich hatte jetzt noch 37. Findest du, die sieht so unnatürlich aus? Ich find's nicht unnatürlich, aber ich find's im Vergleich zu dem, was wir da gerade in der Mensa da gesehen haben, unnatürlich. Weil das sah nicht danach aus, als wenn die im Überfluss leben. Und ich glaube, dass man so einen Körper eher in einer Überflussgesellschaft erlangen kann. Und dass das kein natürlicher Körper ist für jemanden, der wirklich Survival-Training betreibt. Also. Du meinst eher mehr athletisch und weniger muskulös, meinst du? Man kann natürlich sein, dass die da in dem Stadium die ganze Zeit Diskus werfen macht oder so, aber ich weiß es nicht. Ne? Guten also Abend, halt... Meister Lampe. Guten Abend. Ja, also meine Scheiße hat ja schon was, ne? Ist mal was anderes, das ist schon keine Frage. Aber wie gesagt, ich finde es in der Hinsicht unnatürlich, dass sich da in der Gesellschaft, die wir da gerade gesehen haben, das Ganze so aussah, als wenn die ja eher wenig zu essen haben und man normalerweise solche Muskeln nicht aufbauen kann, wenn man da nicht genug Versorgung hat. Aber ich habe ja gesagt, das ist zu tief, das Thema. Wir wollen das Spiel ja weiterzocken. Dann mache ich so oder so, egal was du laberst. Ja, ja. Und ich, 2,5 Stunden später, ja, aber wir können jetzt natürlich über die Zusammensetzung eines Burrito-Sandwiches reden. Da sind ja schon noch einige Proteine drin. Wenn sie dann noch einen leckeren Haferbrei isst, dann hat sie ja doch genug Proteins. Sieht doch geil aus. Ups, ich dachte, ihr habt von der Glocke gesprochen. Sehr schön. Ich kriege ja schon wieder nichts mit. Ja, die Glock sieht gut aus, ja, ja. Ja, auch schöne Griffschalen dran gebaut, ja, sieht gut aus. Ja, ein feines Gerät aus Österreich. Wieder Arnie. Ja. Ja, guck mal, die umstehende Frau macht sich nützlich hier. Ja, siehste. Ja, ist das super. Genau. Was machst du da? Ich bring uns hier raus. Ja, bring uns da raus. Aber langsam. Ein Vorteil, schwanger zu sein? Mein niedriger Schwerpunkt. Ich nehme dich beim Wort. Ja, deswegen sage ich ja gerade, das ist ja die Frage, ne? Aber es sah halt für mich so aus, als wenn die grundversorgungstechnisch da nicht genug haben. Das liegt jetzt nicht daran, dass sie nicht genug Fleisch hatten, weil die haben ja auch Fleisch da gehabt.
Ich glaube eher, dass sie grundsätzlich nicht genug Ernährung haben, um so einen Körper aufzubauen. Und dein Freund, Veganer oder Nicht-Veganer, wird wahrscheinlich genug zu essen haben, um so einen Körper zu haben. Freund oder Freundin, wer auch immer. Ne? Und das ist halt die Sache. Na, ihr seid süß. Ihr seid süß. Das ist einfach so meine Vermutung. Das ist ein kleines Detail, was ich halt sehr irritierend finde. Ja, das macht Sinn. Ach, Schalldämpfer, so ein Blödsinn. Okay, wir kommen der Luke näher. Mal sehen. Oh, ist ein Boot. Was ist das für ein Boot? Ein Segelboot? Ja. Ja, ein Segelboot. Aber ohne Mast. Ja, aber der Mast ist quer. Haben wir da 40 Fuß. Darauf möchte ich mein Glas erheben, André. Ich erhebe mein Glas. Und Deadlord sagt, die haben doch selbst angebaut. Ja, ein bisschen haben die angebaut, aber wenn ich mir ein Stadion für weiß nicht wie viele Leute da nur zum Anbauen einrichte. Aber deswegen sage ich gerade, da bin ich dann selber zu sehr, wie sag ich mal, analytisch unterwegs. Das ist. Es ist immer noch ein Videospiel. Lasst uns nicht über sowas diskutieren. Das führt zu nix. Das führt eh zu nix. Aber ich finde das viel interessanter, jetzt hier das Boot anzugucken. Guck mal hier. Da findest du was. David versus Goliath. Ne? Genau. So, wir haben vorne eine Koje, ne? Da kannst du mit zwei Mann pennen. Unten links hinterm Steuerstand, unter dem Sitzen, kannst du auch Schlupfkajüten, nennt sich das. Ja, ist ein schönes Boot. Schön. Ein Master, manuell. Aber willst du mehr? Okay, das war nix. Kannst du denn diese Platte, die du da vorhin drüber geworfen hast, kannst du die denn nicht nochmal nehmen und dann irgendwie auf der anderen Seite ablegen? Auflassen war das? Was? Nochmal, Entschuldigung. Hör zu. Ja. Die Platte, die da rechts genommen hattest, kannst du die denn nicht jetzt nehmen und dann auf der anderen Seite irgendwie ablegen? Ja. Also ich kann die auf jeden Fall nehmen. Ja, so, dann kannst du die doch vielleicht, ist da irgendwo anders, auf der anderen Seite musst du vielleicht hin und dann kannst du die mit der Platte. Das erinnert mich stark an Teil 1. Ja, das war doch genau dasselbe. Ja. Und mit den Oberarmen können wir da doch locker hin. Wo soll ich das jetzt? Dann da auf die andere Seite irgendwo, oder was? Ja, genau, dachte ich jetzt. Irgendwie. Jo, passt sogar. Okay, sieht gut aus. Echt? Sieht gut aus? Finde ich gar nicht. Und jetzt? Ja, aber guck doch mal, wenn du da jetzt irgendwie da links oder was, und vielleicht musste man da vorher ein Seil spannen oder was? Ah, guck mal hier, der Kantenmaler hier, oder? Okay. Jetzt muss ich das Seil einfach hier... Ach nein, du solltest jetzt die Leiter nicht nehmen. Na, Herr Mäuschen. Alles in der Ja, Thanos, du bist Kopf. Auch einfach klüger. Das lass uns doch mal einfach. Du stellst dich noch nicht so an. Aber lass uns doch auch mal. So, zack. Das sieht doch gut aus. Gut. Gute Idee. Ach so. Ja. Verdammte Scheiße. Und schon ist der Ischias kaputt. Gute Idee. Putz.
Gute Idee, ja. Ach, guck mal, jetzt hat er da gespeichert und da ist das Seil aber direkt an dem an der Leiter. Okay. Ach so. Ja. War das geil. Gute Idee. Der Glühre kippt nach. Alte Al Knappenweisheit. Sauber. ja, alte. Der Das ist eine Glühre alte kippt nach. Ist Barstuhl. super. Alte Barstuhlweise. War das nicht sogar vom Hanno Dübel? Gab es da nicht sogar ein Lied? Der Klügere kippt nach. Der Das glaube Klüre ich auch. kippt nach, finde ich super. Ja. Wir sind gleich da. Okay. Das ist ja genau mein Humor. Das ist eng. Du hast geschafft. Wir können bestimmt über die Gleise. Sollen wir erst vom Dach runter? Bitte. Es ist schwer vorstellbar, dass du Angst vor was Was hast. ist hier Ich bin Looten nicht oder so was? furchtlos, wie du denkst. Na, loot mal. Deine Operation, das könnte ich nie. Ich hatte zu viel Angst, das zu vermasseln. Glaubst du, mir geht's anders? Loot Ja. mal einen aus, einen Er hat ordentlichen. immer gesagt, du wärst seine beste Studentin. Ach, ist doch Käse. Warum mache ich das eigentlich hier? Wer sind Sie und was machen Sie eigentlich hier? Sind Sie etwa ein Looter? Ein Lootlurch? Das ist etwas. Das ist doch mal was. Das Das ist ist schön. etwas. Das ist etwas. Das ist etwas. Ja, Herr das ist Moppeting, etwas. das ist etwas. Das ist doch mal was. Ja. Und für alle, die den Thanos noch nicht kennen, der hat auch bei YouTube seinen kleinen Channel. Ich habe noch keine Verlinkung hier drin eingebaut, aber Ja, klick doch genau. mal drauf, hör mal. Der Dan möchte nämlich spenden. Und der muss seine 1000 Abos schaffen. Ja, nicht nur der möchte spenden. Wir alle. Liebe und Geld. Genau. Ach, guck mal, gehe ich da rein. Gut. Ja, Martin, mach mal einen Code. Sag mal was. Du meinst unseren Mescal. Ja, kleinen Moment, jetzt sehe ich den. Boah, ein Schraubenschlüssel finde ich echt stylischer als das Rohr. Wo sollte jetzt der Code stehen? Zeig nochmal. Nee, nirgends so. Ich hab nur einen Tresor. Oh. Ja, ach so. Ja. Wir hatten 1972. Die zwei Schwalben und dann hat es noch eine andere Münze oder war das 76? Ach ja, warte mal. Guck mal die Münzen an. Siebzehn dann 202. Also 1788 und 202. Ja, aber ich habe ja noch eine Münze. Was? Das machen wir schon mit den Steuergeldern, wenn Griechenland mal wieder eine Finanzspritze bekommt. Da gibt es auch Münzen, was? Was? 1788? 1788, Ja, das wird nicht sein, das ist Quatsch. aber was haben wir denn sonst Ja, gehabt? gar nicht. Gar nichts. Vielleicht finden wir noch was. Warte, mach das doch jetzt mal bitte. Ja, aber Bleib doch mal an. 1788 und jetzt habe ich nur noch zwei Ziffern. 208 oder was? Ja, zwei Ziffern. 208 wäre eine 3. 202 208. wäre es übrigens auch. Dann 2-0 vielleicht, was weiß ich. Machen wir 2-0. Ja, nee. Da müssen wir jetzt mal gucken. Müssen wir irgendwo was finden. Das ist Quatsch, was ihr da mit den Münzen macht. Jetzt verrat Ah, uns das doch nicht. habe ich doch gesagt, das ist Quatsch. Er war wieder zu tief, ne? Das War zu ist tief. Blödsinn, ich sag. Nein, wir finden hier irgendwo noch was. Da ist so ein, was hat Häuschen oder was? Gucken wir mal rein. Ist hier irgendwo noch. Gibt es da noch weiter, ne?
Und wo wir gerade drüber gesprochen haben, hier gibt was. So. Kann ich nicht mehr schneller rennen? Was soll das? Aber ist eigentlich auch schon wieder ein Zeichen, dass hier nichts ist. Wenn der so ja, aber lang spaziert wie so ein. Steht hier was an der Halle irgendwo oder was? Was steht da? Thanos sagt, wir sollen nochmal in den Raum gehen. Ja, ach so. Ah, die ist verschlossen. Geh nochmal in den Raum. Also doch so nah und doch so fern, ja. Vermutlich. So. Was ist da mit der Kiste da oder was? Kannst du aber drücken? Ist das der Raum? Das mache ich hier auf. Hier kann ich nur tauschen. Ich kann die Waffe tauschen. Erstmal ein Medikit. Erstmal Medikit hier. Pop, pop, pop. Also hier in dem Raum sehe ich nichts. Finde ich nichts. Ja. Vielleicht hier an der Schalltafel, vielleicht irgendwas. Da, warte mal, da, genau, da links. Links, 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 links. Hast du gesehen, links oben? Den offenen Schrank? Da drüber? Da drüber? Ja, da Dingen. Kannst du da irgendwie reingucken? Ist da irgendwas? Nein. Irgendwas? Nein. Er sagt, im Raum war es nicht. Ja, dann brauchen wir ja da vielleicht nicht weiter suchen. Wenn es da nicht war, dann gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass er da nicht war. Aber wir jetzt auch darauf gekommen wären, weil da nichts war. Wie komme ich denn hier rein? Ja, genau. Wie kommt man da rein? Kletter auf den Dingen auf. Perfekt. Ja. Ah, komm mal da rein einfach. Zack. Bumm. Alles gut. Indiana. Oh, guck mal, schon wieder eine Münze. Jetzt hört mir doch mal auf mit der Münze. Was? Rezept Rohrbombe freigeschaltet? Was? Rohrbombe? Weil du eine Münze gefunden hast? Nein! Ah, guck mal, hier ist ein Zettelchen und da steht aber schon der Code drauf. Okay, interessant. Ja, jetzt gucken wir mal. Doch nicht, schade. Ah! Die Kombination ist immer noch der große Gewinn. So, jetzt guckst du an der Wand, an der Pinnwand und da steht bestimmt irgendwo an der Pinnwand, die da irgendwo in dem Raum hängt, der Gewinncode, den die immer eingeben. Da an der Pinnwand rechts oben, rechts neben dem Schreibtisch. Da habe ich gerade an den Kalender gesehen. Links, 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 links. An den Kalender, an den Kalender. Da irgendwo vielleicht. Haben die ihren großen Gewinn? Nee. Was hast du denn gesehen? Ja, ich dachte, an der Pinnwand hätten die den großen Gewinn notiert. Warte, ich bin ja hier noch gar nicht fertig mit dem Raum hier. Ja, irgendwo steht doch bestimmt noch was, der große Gewinn. Irgendwo so ein Lotto-Zettel. Ah, da. 08. Da war es. 08. 15. 08. 1, 5, 20. Da. Der große Nein, Gewinn. Das passt nicht. Doch, natürlich. Das ist es sind 6 Ziffern, die ich eingeben muss. Ja, ich weiß, aber das ist doch der große Gewinn, denn da haben sie einen Marlin oder was rausgeholt. Ja. Das war der große Gewinn von denen. Aber du kannst natürlich trotzdem weiter gucken. Es sind 6 Ziffern. Ich weiß. Und das dann sind 8. Halt 0, 08, 15, 20. 20, fertig. Oder 12. Ja, dann guck mal weiter. Wir finden das. Dann ist vielleicht irgendwo anders noch was mit genau den Ziffern. Genau, schreibt Thanos auch. 6 Ziffern. Genau. Ja, ich hätte jetzt nicht alles davon eingegeben. Fertig. Aber rechts in der Ecke war noch ein Bild. Also, das hast du noch nicht angeguckt. Warte mal. Ha, 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 ha. Terra Lotto.
Ja, da sind sie. 17 17. 38 07. Warte. Combination. Hey, 17, hast du gemerkt? Er könnte ein Waffenlager sein. Hört sich gut an. So. Das ist der Fisch, das ist ganz klar der Fisch. Das ist ein Blumalin, der war da bestimmt. Das sind nur sechs Ziffern, Martin. Oh, Nein, was hab ich denn da Feines? Ja, geil, leck mich am Arsch. Was ist das denn? Das ist mal eine richtig dicke Wumme. Erinnert mich an die Russenwumme von Red Heat. Kennt ihr den Film? Großartig. Jagdpistole. Ja. Geil. Ja, da hast du wohl recht, Thanos. Da bin ich tatsächlich noch zu sehr im Angelwahn. Die hat nur einen Schuss. Ja, die sieht aber echt krass aus. Also damit Ja. kannst du wahrscheinlich so einen dicken Blub kaputt schießen, ey, mit einem Schuss. Ja. Aber die spare ich mir auch für Party. Der eine Schuss reicht. Boah. Ja. Da war seine Wahrnehmung durch dein Angelherz getrübt. Ja. Leute, hier runter. Okay, wir folgen den Schienen. Die führen uns zum Hauptweg der Basis. Gefällt mir nicht. Ich weiß. Haltet die Augen offen. Können wir über die Mauer? Ich wüsste nicht wo. Oh. Oh, was sind das denn für Viechers? Am Sind Bogen es hast du ihn nicht, Gas? ne? Sind es Ja, aber Gas? am Bogen hast du nicht, ne? Nein. Kannst du durch die unter den Wagen herkrabbeln? Klar. Dass sie dich nicht erkennen? So Bestimmt. gerade durch, das Oh, wäre fuck. perfekt. Oh. Das hätte ich gedacht, dass man das nicht so. Ich habe schon mal besser geschossen, ne? Eigentlich muss man ja sagen, wo ist denn das Problem, wenn man sich da erschießen lässt? Das ist ja der Feind eigentlich, den man da spielt. Wie? Ich hab die Ah. doch getroffen. Was? Ich mag die Ja. Jagdpistole nicht. Thanos, da hast du vollkommen recht. Er schreibt gerade, nachdem ich gesagt habe, der Bogen, ne, was ist denn damit? Da sagt er, der Bogen, den Abby's Arme aushält, immer, der wurde noch nicht gebraucht. Das ist ja eine Balliste. Unten bleiben! Ein Skorpion. Ach ja, genau. Fick dich doch, ey. Wichsgesicht, ey. Hallo, bitte. Ja, so stelle ich mir das vor. Ein Tribock. Wie hieß das Ding von Herr der Ringe, mit denen die irgendwie bei Gondor Minas Tirith eingerammt haben, das hat die in der Hand. Das schafft die alleine.
Das war aber kein Tribok, das war, wie hieß er denn? Wie so ein, Jetzt hat's geklappt. Oh, nice. Rambok, genau, so ein Rambok. Der Rambok. Ich glaube, der hieß Gond. Gond hieß er. Gond. Dann riefen die Orks Gond, Gond. Ach, meine Fantasie geht yeah. mit mir durch. Schön in die Birne. Ich dachte, du wolltest Nahkampf machen. Ja, der hat sich das gerade angeboten. Naja. Vorhin noch, ja, immer hier. Mit der kann ich mal Nahkampf machen. Oh, Mann, 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 Mann. Ja, hab ich doch schon ein paar Mal. Ja, ein bisschen hast du gemacht, oh. So, jetzt muss ich mal ganz schnell ein Kabel holen, weil mein Laptop mal wieder energietechnische Probleme hat. Bin aber sofort wieder da. Höre euch aber gleichzeitig zu. Alles klar. Hier drin? Ja, hier habe ich die Olle. Erledigt. Energie ist wieder da. Wo ist die denn? Oder wo ist der Gegner denn, der mich da sehen soll? Wow, hör mal, wir haben 14 Zuschauer um die Uhrzeit. Da das sind ist aber geil. Froh. Hör mal. Energie! Come on! Wo sind die denn? Ja, weiß ich nicht. Wo haben sie sich versteckt? Ah. Da. Wer hat mich denn jetzt gesehen? Das war nicht die. Ja, wahrscheinlich haben die Verbündeten die entdeckt. Damage, ja, das fehlt hier noch, ne? Mr. Seattle. Damage, come on! Ich hab den jetzt einfach mal live eingebaut. An dieser Stelle nochmal ein Riesendank an Ben und Moped King für das lustige Einbauen der KI. So. Ihr wolltet dann Nahkampf und Damage, oder? Ja, habe ich gesehen, war geil. Du siehst aus wie Ragnar Lothbrok, hör mal. Ragnar Lothbrok ist am Start. Ach, geh doch da hoch. Aber nur wenn er möchte. Nur wenn er möchte. Ja. Da ist er eigen. Da kennt er nichts. Da ist der feine Mann. Eine ganz eigene Persönlichkeit. Da lässt er sich nicht einfach so drauf ein. Nein. Geh durch. Ach du Scheiße, ich glaube, das sind die Lurkers, oder? Nee, das sind auch wieder die Scars.
Ich lass die mal nachankommen. Kannst du dich die einfach mit Feuer irgendwie diese ganze Tankstelle in Luft jagen? Das wäre so geil. Du hast doch Fackel, oder? Kannst du da nicht alles explodieren lassen? Jo, geil. Bam. Boah, schade. Hat so geil angefangen. Ja. Schade. Aber meinst du nicht, wenn du mit Molotow-Cocktail einfach in die Tankstelle reinwirfst? Ich hab keinen. Ach, du hast gar keinen. Aber du kannst die doch eigentlich bauen, oder nicht? Nein. Ich kann eine Rohrbombe. Aber. Aber warte mal. Vielleicht, wenn er da irgendwie das ganze Ding in deinen Flammen setzt. Naja, für die Rohrbombe muss ich erstmal. Irgendwie lernen. Immer diese Probleme. Ach. Was? Der Drecksack. Was war er denn für ein Drecksack? Der Drecksack. Nee, jetzt mache ich das auf die altmodische. Jetzt ist Schluss. Ich habe ja heute was Lustiges Neues entdeckt. Und zwar habe ich den Bonsai selber Pflanzen entdeckt für mich. Boah, ich liebe Bonsais, aber ich habe keinen grünen Daumen dafür. Leider nicht. Die gehen mir kaputt. Ich habe auch mindestens 20 Samen, aber den ersten habe ich heute gesät. Also ich will den auf jeden Fall selber komplett heranziehen. Und hab natürlich alles auch aufgenommen, wie ich den mal gepflanzt habe. Oh fuck. Das getan. Mir geht die Munition aus. Ihr schlägt mich nicht, ihr Verstärkung. Ja, jetzt brauchst du ja echt die Sprenggranate da. Hey, das sind die Jungs von mir. Ach so, von dir. Ja, ja, klar. Da kann ich auch über mein Bonsai-Erlebnis weiterreden. Ja, und zwar habe ich ein Set gekauft, wo ich dann vier verschiedene Samen habe drin für Bonsai-Bäumchen. Und ich habe mich dann für den Flammenbaum, für Red Rage Flammenbaum entschieden. So, habe dann schon alles so ausgepackt, einfach so, wie ich mir das denke, ne? Einfach den Samen mit Wasser begossen und so. Dann lese ich mir natürlich im Nachhinein erst die Verpackung durch. Ja. Weil ist, da musst du den Samen erstmal 3 Minuten in kochendes Wasser legen. Was? Ja, ist kein Scherz. Ne, und ich denke mir so eine Scheiße, habe ich alles auf Video, wie ich da Dinge da einpflanze, ne? Und dann lese ich mir da weiter durch, habe ich alles falsch gemacht. Ich muss mich. Ja, ich bin auch mal mute. So fest du kannst, okay? Ach du Scheiße. Ich hab nichts gespürt. Hey, wir haben 2. Er hat eine Schusswunde an der Hand. Nicht schlecht. Fast schon ein Kompliment. Lass dir helfen. Bleib ehrlich. Komm mit, hier lang.
Das war ziemlich viel Blut, oder? Muss ich schon. Das wird wieder. Das wird wieder. Hey, wen haben wir denn da? Hey, auf geht's. Das ist Alice. Komm, Alice. Braves Mädchen. Danke. Diese neuen Rekruten. Ich traue ihnen nicht. Danke nochmal, Leute. Hey, Manny, warte mal. Du hast doch Kontakte. Weißt du, was los ist? Was meinst du? Wir sind hier seit 3 Tagen stationiert und es passiert einfach nichts. Dann solltet ihr uns wohl für die Abwechslung da. Wir sind hier. Hey, ihr zwei. Was gibt's für uns? Kein Auftrag. Meldet euch bei Isaac. Ihr beide? Ja. Isaac. Sag mal, wir sind wieder bei Division. So voll war's hier noch nie. Irgendwas ist los. Suchen wir Isaac. Wir sollten zuerst nach Mel sehen. Ich kenne hier überhaupt keinen. Du? Jetzt musste wohl mal dein Arsch gerettet werden. Ja, ich meine, einmal. Oh, okay, nehme ich alles. Gut, dass ich mal hier mich umgeschaut habe. Das war's aber hier. Ah, da war noch was. Werkbank. Jagdpistole. Kann man da den Schaden erhöhen? Nee. Doch, kann man. Witzig. Das ist cool. Den Schaden erhöhen. Welchen Revolver? Ich habe ja keinen Revolver. Du meinst die Jagdpistole? Zielfernrohr ist natürlich nicht schlecht. Ja, aber guck mal, waren wir uns einig. Ja. Zielfernrohr habe ich auch gedacht. Sieht zwar kacke aus, aber ist effektiv, glaube ich. Ja. Hey Abby, das ist wirklich gute Arbeit. Danke. Hast du Isaac gesehen? Nein. Bei dem ganzen Rummel würde ich mich auch verstecken. Abby, komm mal kurz. Scheiße. Ja? Wegen dem Hinterhalt. Wo war das? Ungefähr hier. Bei den Lagerhallen. Shit. Die schleichen sich immer wieder. Martin, bist du noch da? So. Ja, sicher, sicher. Ich habe doch gerade hier ein bisschen... Habe ich gesehen, ja. Mal. Hab noch ein bisschen gearbeitet. Am Nightbot. Also, ach, guck mal, sie wieder. Das ist doch die Ellie abgestochen hat. Ja. Ellie abgestochen? Ja. Nein. Ellie hat die abgestochen. Ach so. Die da auch am Daddeln war mit ihrem. Die mit der Musik. Ja.
Schön wär's. Ein paar wurden zum Krankenhaus geschickt. Aber die sieht ganz nett aus, ne? Mann. Spannend. Ja, genau. Ist das Spiel gut? Echt schwer, aber wirklich gut. Die Jagdpistole nur zum Headshot nehmen, sagt er. Ja, ich habe jetzt ein Zielfernrohr draufgeschraubt. Ja. Aber sind schon echt viele Parillen da unterwegs. Also. Aber okay, klappt auf jeden Fall mit dem Link. Das ist schon mal schön. So, Feierabend für heute. Noch kurz bei euch zuzuschauen und die Augen zu. Ich habe was sehr Kurioses gehabt, der Regierungsbunker gelaufen. Am Ende bekommt man immer nur seine Sachen, meine Weste, eine Maske. Aber bei mir war die Schnatterente sehr merkwürdig. Ich habe auch noch sowas noch nicht gesehen. Im Bunker habe ich immer die Sweet Dreams bekommen. Immer. Wenn ich da eine Echse bekommen habe, war das immer die süße Träume. Die Schmerzmittel wirken, also, ja. Bisher hatte ich ja noch nicht eine Echse. Seattle, ja, ja. Boah, so Leute, nimmt mir das nicht übel, bevor mein Gesicht auf die Tastatur knallt, gehe ich mal lieber ins Bett. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Aber ist das alles hier, easy, hör mal, ey, aber echt geil, dass ihr so lange dabei wart, ne, Freunde? Genau, das hat uns sehr gefreut, André und Seattle. Vielen Dank dafür. Das hier, gar ja. Kein Ding. Naja. Und, schön, dass ihr dabei wart. Ja. In 2-3 Tagen wird das Ding auch hochgeladen bei YouTube. Wenn ihr das Ende dann noch sehen wollt, dann ist das auch kein Ding. Hör mal. Genau. Tschüss. Ciao. So, wir sind jetzt hier da in dem Medizinlager. Ja. Wenn man vom Teufel spricht. Ah, jetzt machen sie hier unsere. Ach, guck mal, das ist die Nora, ne? Ja. Die ist auch kaputt. Die war ja diejenige, wo ich erst zwischenzeitlich gedacht habe, das ist die jetzige Freundin, weil die ja selbe Augen, also so in den Gesichtszügen so ein bisschen ähnlich aussieht. Die Farbe ist ein bisschen anders, aber trotzdem irgendwie Ähnlichkeit da ist. Ganz entspannt. Nora, könntest du dich ausruhen? Das ist krass, also spiele ich Abby jetzt wirklich von Seattle Tag 1 bis Tag 4? Das verstehe ich auch nicht. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Dass du dann mitkriegst, wie die alle weg verrecken? Hohoho. Naja. Ich mein's ernst. Alter, naja. Das ist schon, also wenn das so ist. Ja. Jemand sollte Owen Bescheid sagen. Er wird bei ihr sein wollen. Weil das ist ja jetzt hier die ganze Zeit so. Siehst du? Thanos bestätigt. Ich muss euch beiden das zeigen. Und André sagt auch gerade, ja, die Mission war schon vorbei, dann bekommst du noch Feldexpertise und Maske und Weste und Blaupause, da hatte ich die Schnatterhände. Krass. Sind das alles unsere? Ja. Das werden stimmt. Leichenzelt. Nee. Ja, stinkt ganz schön bestimmt. Ohne Kühlung auf jeden Fall. Da kannst du mal ganz stark von. Wenn ich mal ganz stark davon ausgehen, dass ich das nicht so gelassen hätte. Ja, musst du lassen jetzt. Ja, verbrennen, ey. Ja, musst du verbrennen. Was wollen die denn da, ey? Verstehe ich auch nicht. Gucken die jetzt nach irgendwem oder was? Meine Güte. Oh, Scheiße. Verpanne. Es ist Danny. Ja, ist auf jeden Fall abgefahren, ey. Ja, natürlich ist das geil. Ah, das ist Danny. Das ist Danny. Ist das der, den wir jetzt als erstes getötet haben? Ich weiß es nicht. Danny? Danny? Wer war Danny? Warte mal. Ja. Wir labern zu viel, glaube ich. Danny und Owen sollten nachsehen. Und heute Morgen haben die Wachen Danny am Grenzzaun gefunden. Er kam zu Fuß zurück, mit einer Kugel im Bauch. Pinche Scars, hijos de puta! Isaac sprach mit ihm, bis er starb, aber soweit ich weiß, wird keine Einheit dorthin zurückgehen. Und was ist mit Owen? Hast du Isaac gefragt, was los war? Ja, ich hab's versucht. Aber er sah mich nur komisch an und sagte, ich soll nicht drüber reden. Und das heißt Klappe halten. Owen ist vorsichtig. Ihm geht's bestimmt gut. Wo ist Isaac? Ich sag ihm auch nichts.
Zuletzt war er wohl in den Apartments. Ach so, Thanos, danke. Das ist ja gut, weil ich nichts verpasst habe. Wer hat ihn denn getötet? Weiß man das? Der war mit dabei, als sie bei Joel waren. Also in dem Haus, wo Joel fertig gemacht wurde, glaube ich, mal Thanos, oder? Vielleicht hat er und Nora weiß es noch nicht. Keine Ahnung. Ja, aber da wurde halt nicht gesagt, wer den getötet hat, oder? Nein. Doch, wieso? Was denn? Er hat eine Kugel abbekommen im Bauch und Isaac war die ganze Zeit bei ihm und ist dann verreckt. Was geht, Leute? Habt ihr Zeit für ein Spiel? Ah, geht nicht. Wir wollen zu Isaac. Ganz wie du willst. Ich kann nichts dafür, dass ich so gut bin. Ist klar. Man sieht sich. Das hier fehlt mir echt nicht. Scheiße. Der Gestank ist furchtbar. Jetzt bin ich raus. Wäre ich gerne mal kurz mit denen allein. Was, du bist raus? Nein, nein, nein. Ich meine, vom Wissen her, jetzt irgendwie haben wir da was verpasst oder was? Hä? Keine Ahnung. Okay. Alles klar. Wer ist diese Creep-Person, die da mit ihrem Halbschneider sitzt? Die fand ich jetzt gerade sehr, sehr creepy. Wer, sie? Wer? Ja, hier rechts. Ja, mitten im Gang. Im Gang, mit dem Stuhl. Ja, das wird... Rechts. Rechts geht's. Ja. Hey, Abby. Ja. Wir müssen hoch. Was er gestartet hat. Und die Person. Na. Weißt du, wie lange? Ich soll ihn holen, wenn ihr da seid. Jetzt kommt Isaac. Sir, Abby und Maddie sind hier. Das ist dieser Isaac, da bin ich mal gespannt. Lass ihn nicht einschlafen. Ja, Sir. Gehen wir hoch. Lass ihn nicht einschlafen. Alter. Hab gehört, ihr hattet Schwierigkeiten? Keine Verluste bei uns. Nur ein paar kleine Kratzer. Bei denen sah es anders aus. Das würde ich gerne öfter hören. Die Basis war noch nie so voll. Morgen wird's noch voller. Es kommen noch mehr Einheiten. Was ist los, Bas? Diese kleinen Gefechte. So geht das nicht weiter. Wie dann? Ein neuer Waffenstillstand? Wie schnell würde irgendein Arschloch auf deren Seite oder einer von uns das Ganze versauen? Nein. Wir müssen sie alle vernichten. Sir, es gab schon Angriffe auf die Insel. Nicht solche. Nicht mit allen. In ein paar Tagen kommt ein Sturm. Wir werden ihn zur Tarnung nutzen. Ihr beide führt die erste Welle an. Wählt die Leute aus. Fangt gleich an. Ich will Owen. Wann kommen er und Danny zurück?
das wieder Nora? Keine Geheimnisse in der Salt Lake Crew, hm? Ist Owen okay? Soweit ich weiß. Und warum wurde dann kein Suchtrupp losgeschickt? Er hat Danny erschossen. So wie es aussieht, um einen Scar zu beschützen. Bullshit. Wie bitte? Doch nicht Owen. Das kann nicht sein. Du meinst also, Dannys letzte Worte an mich waren gelogen? Sir, wenn sich das rumspricht, ist Owen tot. Wenn ihn irgendwer sieht, wird er einfach abgeknallt. Dann hört besser auf, euch das Maul zu zerreißen. Ich werde ihn suchen. Ich bringe ihn her. Wir gehen der Sache Nein. auf den... Der Sturm kommt doch erst in ein paar Nein. Tagen. Wir haben nur diesen einen Versuch. Und das ist wichtiger als wir alle. Und viel wichtiger als Owen. Wenn er auftaucht, na schön. Im Zweifel für den Angeklagten. Und wir gehen dem auf den Grund. Ich brauche dich, Abby. Ja? Ja. Verstehe. Gut. Sieh dir die Pläne an und mach dein Team klar. Geh was essen. Wir reden später. Owen hätte Danny nie wegen einem Scar gekillt, nicht wahr? Was? Nein, Abby, nicht. Ich bin morgen früh zurück. So lange musst du mich decken. Isaac macht dich zur Sau. Nicht vor dem Angriff. Er braucht mich schließlich. André, mach's gut. Ciao, schön, dass du da warst. Vielen Dank fürs Durchhalten. Aber ich glaube, wir machen auch gleich Schluss. Also, ich kann auch glaube ich nicht mehr. Ja, der hat auch gerade geschrieben schon. Sehr schön. Hau rein! Ich bring dich um! Was? Hör mal, ist das Coney Island? Ich mein's ernst, hör auf! Auf jeden Fall! Okay. Warum kommst du nicht rüber und genießt die Aussicht mit mir? Klasse, der Hammer. Love Story jetzt? Komm schon. Sind wir echt hier raufgekommen, nur damit du dann auf den letzten Metern doch noch kneifst? Ja. Ja, aber du siehst, jetzt sind die Arme ziemlich dünn, ne? Ja, die wirkt einfach femininer, ne? Ja, aber... Aber schon cool gemacht. Schon cool gemacht. Ja, auf den Rand. Ja, oder du gehst hier auf den Kindersitz? Ja, jetzt will ich jetzt nicht nochmal auf das Thema eingehen. Wir haben noch Training. Wirklich? Wir können also nicht ein einziges Mal schwänzen? Nein. Willst du drüber reden? Es ist schon spät. Ja. Okay. Nein. Mach das nicht, es ist zu hoch. Oh mein Gott. Weißt du... Ich kann so einfach nicht mehr weitermachen, Abby. Owen, ich mein's ernst. Ich mach Schluss mit dir. Owen. Ich liebe dich, Abby. Nicht! Owen! Ich bin hier, du Arschloch. Du bist gesprungen und ich hab's verpasst? Ich
dachte, du ertrinkst. Und du wolltest mich retten? Nein. Ich wollte nur sicher gehen, dass du ertrinkst. Ich habe da was ziemlich Krasses gefunden. Was? Du wirst mir wohl folgen müssen, um es zu sehen. Oh, wir müssen zurück. Keine Sorge. Jetzt musst du das sehen. Owen. Was wollen die denn tun? Einen Haufen Fireflies verjagen, die sonst nirgends hin können? Nein. Ich will's nicht rausfinden. Komm einfach und sieh dir das an. Die Luft holen. Diesen Zoos. Bloß für Fische. Klappe. Sieh dir das Jungtier an. Ich habe neulich eine Robbe gesehen. Sie hatte überall Punkte. Die haben keine Punkte. Sie sind braun. Das sind Seelöwen. Nein. Nein, du hast keine Ahnung. Ich weiß, was ich gesehen habe. Mit meinen Augen. Hilf mir mal damit. Yep. Los. Was ist das hier? Na, das ist eindeutig eine Art Theater, bloß für Fische. Au, au, au! Bist du jetzt ein Hahn? Was? Ich bin ein Wolf. Das ist mein Geheul. Du bist ein Spinner. Glaubst du, das Segelboot gehörte zur Show? Nee, sieht aus, als hätte es jemand zu einer Art Dock umgebaut. Martin, ist aber da was für dich hier mit dem Boot? Ja, ich denke auch die ganze Zeit immer. Hier sind Kindersachen. Was haben wir denn da? Stimmt, war eine Familie hier. Schickes Ding. An. Schön gemütlich, ne? Ja. Sehr offen. Was wohl aus ihnen geworden ist. Ich sag mal, in so einer Apokalypsenwelt würde ich mir sowieso auf so ein Boot verziehen. Was für ein Optimist. Aber ich würde meine Kinder keine Bilder malen lassen. Wenn die dann so aussehen. Spinner. Okay, genug von diesem Boot. Was mich wundert, ist, dass ein alter Herd, ein E-Herd drauf ist. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also es ist zu klein, um einen richtigen Generator an Bord zu haben. Und ja. Wenn du damit über hohe See fährst, dann willst du auch nicht die ganze Zeit den Generator anwerfen eigentlich, aber naja. Just saying. Und das war, ist jetzt so irgendwie so ein Aqua World, ne? Naja.
Das ist das Aquarium. Meinst du, du kommst da durch? Aquarium von Sierra. Ja, wo doch Eddie auch war, oder nicht? Ja. War die. Die war doch nicht im Aquarium, die waren doch. Doch, da hat ihr doch die Schwangere abgestochen. Und der Owen war da auch da, ja. Aber das war jetzt ja dann ein paar Jahre später erst, ne? Also die ist ja da noch. Guckt ja, ja, das ist doch drei Jahre zuvor. Ja, jetzt wissen wir auch, wo die Muckis herkommen. Die zieht die Männer immer hoch. Ja, klar. Die hilft den Männern. Wisse, Thanos bestätigt. Ruf mal den Sachter, Mann, Mann, Mann. Was soll ich jetzt sagen? Die ist doch alles so komplex, die Welt. Tatsächlich habe ich den nicht mitbekommen. Ich war gerade auf einem anderen Display. Es tut mir leid. Was? Was? Ja, ganz kurz. Was? Hier mal los war? Was? Kinder, was? Mann, ich bin erschüttert. Lachende Kinder, die rumlaufen. Was will er? Thanos. Lual. Lual. Ja, ja. Ich beanspruche diesen Ort. Er gehört mir. Besuchen erlaubt. Oh, bist du sicher? Nicht so ganz. Ja, Harald ist vom Betrieb. Der regelt da einen Schalter. Kein guter Start. Das ist der wichtigste Mann im Betrieb. Was ich witzig finde, ist mir gerade aufgefallen, so ein kleines Detail. Jetzt hat sie ja schon so einen Pferdeschwanz. Der ist klein und der ist deutlich kürzer. Ist noch klein, ne? Der ist mir sofort aufgefallen, sogar. Ah, okay. Ja. War der erst so zusätzlich zu dem ganzen Geschehene quasi. Meinst du, das ist die Familie von Bo? Würde ich sagen, ja. Danke. Das sind die Tricks immer. Das sind die Tricks hier wieder. Kinder. Im Boot ist etwas zu essen. Oh, der Martin ist aus der Party rausgeflogen. Da muss ich den mal kurz nochmal. Mal einladen. Dann sind wir auch wieder da. What? Mal ihn komplett weg. Ja, scheint so, als ob der mal ihn. Blazy ist einfach aus. Okay. Ich habe dir schon eine Einladung geschickt, also die müsstest du annehmen können. Hier gibt's mehr zu sehen. Na los. Wieso ist die Blazy denn einfach ausgegangen? Aber ich muss sowieso einmal auf Toilette, von daher passt das. Dann kannst du die Blazy hochfahren und bin gleich wieder da. Ah, ich bin gleich wieder da, ich muss eben auf Toilette.
Ja, okay. Nee, bei mir hat sich auf einmal kam noch niemals eine Vorwarnung. Hat sich die PlayStation in ihren Sparbetrieb eingeschaltet. Okay. Haben wir auch noch nicht erlebt. Mann, Mann, Mann. Bis gleich. Bis bald. Ah, wollen wir noch weiter erleben, wie die Abby über die Runden kommt, wie sie ihre muskulösen Arme erlangt hat. Ah. Naja. So ist das in der Welt der Computergames. So, habe ich wieder. Wir müssen mit den anderen zurückkommen. Gute Idee, damit sie auch die Regeln brechen. Ist es das nicht wert? Warte ab, wie viel Ärger wir nachher noch bekommen. Ha, dir gefällt's doch. War komisch, ne? Das also, habe ich auch noch nicht mit diesem klassischen Ruhenschalter. Das ist er muss unter Einstellungen gucken. Nach einer bestimmten Zeit, wenn du inaktiv bist, dann. Aber dass sie nicht merkt, dass ich in der Party bin und Ja, dann anscheinend nicht. komisch. Das ist wahrscheinlich genau wie damals, als ich dann weg war. Ja. Hat sich das System einfach ausgeschaltet. Das ist also quasi ein Sicherheitsmechanismus. Extra für mich. Ja. Ich sehe schon, ich sehe. Wow, also jetzt erst. Das wohl unser Kapitän ist? Seine Kinder haben sich den Skars angeschlossen. Scheiße. Tja, das Gute ist, wir haben die Schlüssel. Was ist los mit dir? Er ist ein Skelett, er braucht sie nicht mehr. Ich verstehe es einfach nicht. Wieso schließt man sich freiwillig den Skars an? Wieso nicht? Weil dieser Kult wahnsinnig ist. Deswegen. In den Quarantänezonen ja, werden im die Grunde bin ich ja die ganze Zeit auf Terroristen dem Bildschirm hier, deswegen. Also es ist ja die ist nicht PlayStation, was die im Hintergrund ich sag macht, ja das sehe ich nur, ja gar nicht. Solches Zeug ja nicht Ist im ja Stadion, okay? Okay, schon gerne gut. aktiv. Bei mir. Probierst du die Schlüssel? Oh ja. Wie wär's mit? Geschafft. Krass. Das Malen muss ewig gedauert haben.
das hin. Was kannst du da entdecken? Sag bloß nicht, du willst da runter. Komm schon. Das war's dann. Versprochen. Das war's dann. Einfach nicht runterschauen. Du bist auf einmal so leise, Martin. Geht doch. Gut, ich sag auch nicht so viel. Quatsch. Aber es stimmt. Vom Audio. Ach so, ja. Folgen Sie bitte. Da bin ich wieder. Komplett da. Ja, ich bin ja gerade die ganze Zeit so ein bisschen. Die Lautstärke, genau, das meinte ich auch. Ja, in dem Zwielicht, dass ich da dieses Dunkel. Solide Festung, Max. Echt gerade in Skepsis, ob ich da der. Liebesstory da. Komm hier rein. Beiwohnen darf und möchte. Das gleiche habe ich aber auch gerade. Ja, und deswegen bin ich auch sehr skeptisch, ob ich dazu Kommentare machen soll, weil ich weiß es nicht. Also, wie du schon sagtest, es ist abgefahren. Es ist sehr abgefahren. Bühnos, ja, die Bühnos. Ja. Nichts anderes zu tun, als eben Streamer auf Pyrnos zu gucken. Pyrnos. Oder auch immer Pyrnos für die Sieben. Das ist noch nicht Pornos auf Griechisch. Naja. Nee, so ist es nicht. Nein, nein. Och. Oh, Mäuschen. Oh. Jetzt haben wir doch ein hier. Hier haben wir doch ein Highlight. Die gepunktete Robbe hat angemacht. Deine Oberarme sind mehr pumpen. Nein. Ist es das? Ist es das, oder? Du findest mich abstoßend. Komm schon, Abs. Es tut mir leid. Hey, sag das nicht. Red mit mir. Abs, mehr Abs. Ich weiß, alle Spuren sind kalt. Aber... Voll verstanden. Joel ist immer noch da draußen, weißt du? Ich weiß. So habe ich natürlich wieder das Rätsel gelöst. Was soll ich tun? Gehen wir zurück. Wir können weiterfliegen. Schon mal vor. Was ist mit dir? Ich werde noch eine Weile bei den Robben bleiben. Es tut mir leid. Ich sagte doch schon. Sag das nicht. Was, wenn Owen woanders ist? Er ist dort. Gehen wir vom Dach runter, bevor uns jemand sieht. Kannst du das ausreden? Nein. Wir wissen nicht, was passiert ist. Ich muss ihn finden. Ich meine, wenn er Danny getötet hat. Scheiß auf Danny. Schade, dass Owen ihn vor mir erwischt hat. Wow, Abby. Es ist echt nett, dass du mir hilfst, mich wegzuschleichen. Wie willst du zum Aquarium kommen? Auf dem Highway? Geht nicht. Zu viele Patrouillen. Sie würden mich sehen. Improvisiere. Das Aquarium ist westlich von hier. Ich folge einfach der Sonne. Ich begleite dich. Ich weiß, was ich tue. Es sind zu viele Scars in der Gegend.
Manny, bitte. Na gut, wie du willst. Ja, alles andere. Ja? Du bist ein guter Freund. Ja, komm schon, Alice. Du weißt, ich hab's nicht so mitgefühlt. Sieht gut aus. Na los. Okay. Wünsch mir Glück. Wenn du ihn findest, schlag ihn nicht zu fest. Ich geb mir Mühe. Im Ernst. Pass gut auf dich auf. Bis dann. Ja, hier ist er jetzt. Ein guter Cut. Würde ich auch sagen. Ne? Hier im Sonnenuntergang, hör mal, wo wir sehen, was sie alles mit ihr geschaffen hat. Genau. Nein. Also ich finde es, wie gesagt, ich finde es sehr krass. Also vom Storytelling. Aber ich muss sagen, es reißt mich ein bisschen aus der Story auch raus. Das, die Szene von gerade, ne? Mhm. Ja, wie gesagt, also ich glaube aber, man kann erst sagen, wenn man den Abschluss hat, ne? Ich glaube, das ist noch ganz viel Stilmittel einfach. Ja. Wir haben auch schon wieder 1.33 Uhr durch. Ja. Danke an alle, die noch zugeschaut haben. Hör mal. Genau. Ich würde gerne ein Emoji machen, aber kann ich nicht. Was für ein Emoji willst du denn machen? Ja, so winken. Tschüss. Tschüss, ich mache Pikachu ja, ganz oft. Ja, schön. Pikachu. Den kann ich machen. Ah, fuck, Nacht. Was? Nacht? Ah, fuck, Nacht. Ja. Ah. Ah, Zaubermaus ist auch noch da. Hallo. Ja, Freunde. Ja, gut. Freunde der Sonne. Ich glaube, ich auch die Augen zu. Immer. Jo. Ne, schön, dass ihr alle so lange durchgehalten habt mit uns. Schön, dass ihr dabei wart. Ja. Hat uns sehr gefreut. Martin, nochmal vielen Dank an dich als Co-Pilot. Ne? Ich habe aber auch gemerkt, dass ich in den letzten halben Stunden sehr ruhig geworden bin. Das lag einfach daran, dass ich auch... Ja, und die Szene, also die letzte halbe Stunde ist jetzt auch nichts passiert, viel. Groß, ne? Ja. Ich hab in dem Spiel scheinbar. Jo, in diesem Sinne... Ich wünsch euch allen was. Bis dann. Bis dann. Vielleicht bis morgen, wenn ich das Spiel finde. Ghost of Tsushima. Ansonsten guckt du beim Deadlord ein bisschen rein. Genau. Verraten, wenn ihr bei mir zuguckt. Tschüss. Tschüss.